Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Nordfriesischen Marsch Vierfach. Zu einer weiteren Folge. Wir sind wieder zurück. Warte mal, was habe ich denn jetzt für ein Blödsinn gemacht? Ah nee, Quatsch schon. War gerade ein bisschen in Gedanken. Ich möchte zur Gemüseplantage fahren, bitte. Da wartet auch schon unser Mercedes. Oh, das hat funktioniert, ne? Geil. Und zwar wäre die Frage aller Fragen. Das sieht mir nur nach einem Lager aus. Ich hätte mir gewünscht, dass das ein zentrales Verteilersystem ist. Ist es aber wahrscheinlich nicht. Deswegen müssen wir jetzt wahrscheinlich jede Box einzeln auffüllen. Was jetzt auch nicht das Problem ist, aber ich wollte es nur so sagen. Das können wir vielleicht sogar automatisch machen, weil das hier große Trigger sind. Weiß ich auch nicht, ob wir so viel Kompost mit haben. Wollen wir gleich mal testen. Weil hier wird wahrscheinlich schon einiges reingehen, wenn ich den Feed-Action-Let's-Play so kenne. Geht hier richtig viel Zeug rein. Ja, moin. Okay, gut. Danke dafür. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Du fährst mir jetzt erstmal zum Hof. So, wir müssen ein bisschen Kurse basteln hier, ne? So, Gemüsehof ist schon mal richtig. So, aber am Hof wäre cool, wenn du mir... Ich habe keinen Aufladekurs, ich habe nur einen Abladekurs, ne? Ja. Hof einladen. Perfekt. Hof einladen. Und dann? Verließen sie ihn. Okay. Kein Problem. Du machst das. Wo ist eigentlich der zweite Kollege? Hier. Muss ein bisschen. Hier muss es vorangehen, liebe Leute. Guten Tag. Sag nicht, dass es gleich Kabum macht hier. Ja, gut, funktioniert. Ich weiß gar nicht, was das Problem ist. So, Wasser. Hier gehört Wasser hin. An der Zellstofffabrik sind wir hier oben. Da wurde berichtet, dass sehr viel Wasser fehlt. Und da sind wir gerade, oder bin ich jetzt dabei, etwas Wasser aufzufüllen. Immer wieder mal. So, du bist schon wieder dagegen gefahren, ne? Diese Mauer ist eigentlich eine ganz gute Bremse, muss man so sagen. So, hier ist nichts los mit Paletten. Hier ist auch nichts los mit fertigen Paletten. Hier ist auch nichts los mit fertigen Paletten. Aber hier vorne habe ich was gesehen, ne? Hier, guck mal, hier. Da sind wir doch schon wieder, ne? Ladegut, Paletten, das ist richtig. Was ist das? Weißkohl? Oder Karfiol? Glaube, es ist Karfiol, glaube ich. Oder wie heißt das hier? Frisches Gemüse NV, okay. So. Du fährst mir jetzt mal zum Hof. Weil ich dann gucken möchte, ob wir vielleicht das am Hof verkaufen. Wir haben nämlich so einen Hofverkauf, aber der läuft nur die halbe Zeit. Ihr habt doch in die Kommentare geschrieben, ich soll mir mal die Tomaten-Dingens angucken. Wo ist denn das? Tomatenzucht, guckt ihr mal das hier an. Oh lol. Was habe ich denn verpasst hier? Kompostwasserpaletten, lass mich raten. Nee, Saatgutflüssigdünger. What? Saatgutflüssigdünger, leere Paletten Wasser? Okay. Wo ist denn der Auswurf? Ach, Werner fragt doch nicht so blöd da hinten. Also. Auch wieder Wasser, ne? Ah, es ist so genial, wenn es funktioniert, ne? Wir brauchen ein bisschen Kompost, habe ich gehört. Kompost? Du bist leer? Ja, da fährst du wieder zurück, Alter. So, das funktioniert gut mit den Kursen hier, muss ich sagen. Der Wasserkurs ist auch wirklich gut. Jetzt nicht voll automatisch, aber... Heilige Maria, was ist denn hier los? Alter, steht hier viel Zeug rum. Hey, Paletten haben wir einige. Das ist krass. Also, so viele Paletten. Unfassbar. So, okay. Ja, wir müssen noch ein bisschen Ballen sammeln. Ne? Ich habe es nicht vergessen, aber ihr seht ja, was hier los ist hier, ne? Das ist ja schon schlimm. Warten Sie, Herr Kollege, warten Sie. Alter, fahr doch nicht so. Der fährt wie so ein Wahnsinniger, ne? So, Dankeschön. Da kommt der Nächste ran. So, wenn jetzt noch einer kommt, dann bin ich aber hier, ne? Aber ich glaube nicht. Da drücken wir nochmal U, da drücken wir Z und L.
damit die fixiert sind, die Paletten. Weil jetzt muss ich gucken, ob wir hier was verkaufen können, ne? Wie war denn das hier? Wie geht denn hier die Türe auf? Blumenkohle klingt aber interessant. Also es könnte schon sein, dass wir hier... Ah ja. Ah ja. So, und jetzt kommt der Moment, wo der Hund das Wasser lässt. Wo ist der Trigger hier? BZW, kann man das hier verkaufen? Also nicht verkaufen jetzt per se, sondern, ja, es wird genommen. Oh, es wird richtig genommen, ne? Aber mein Anhänger ist zu groß, glaube ich. Oder ist voll. War das kann natürlich sein, dass voll ist. Momentchen. Blumenkohl. Ne, da geht noch was rein. Alter, wie viel Zeug hier? Rotkohl, da kann man alles verkaufen hier, ne? Was ist das hier? Salat und Tomaten. Habe ich den nicht angemeldet? Oh, das ist nicht gut. Apfel, Birne. Ach jo, die Obstplantage oben müssen wir auch noch in Betrieb nehmen, ne? Oh oh. Ich glaube, der Anhänger ist zu groß dafür. Oder es ist einfach zu viel hier drin, weißt du? Wo kann ich denn was verkaufen? Das ist ja, wie haben sie es genannt? Weißkohl? Nee, Weißkohl ist ja nicht, ne? Das ist ja was anderes wieder. Blumenkohl habt ihr das genannt. Okay, warte. Blumenkohl. Wer findet das erstes? Okay, ich bin unten angekommen und habe nichts gefunden. Warte. Da, Blumenkohl, bei Aldi. Bei Aldi. Gut, dann fahren wir zu Aldi. Wir waren noch nie bei Aldi. Aber es ist kein Problem. Profi. So. Und zwar fahren wir jetzt zu Aldi. Ich weiß noch keine Ahnung, wo Aldi ist, ne? Aber wenn die sagen, du musst zu Aldi fahren, dann fahren wir zu Aldi. So. Neue Strecke beginnen. Wo ist Aldi? Supermarkt Aldi, rechts unten. Ernsthaft? So weit weg von zu Hause. Ja, da oben ist Edeka und Lidl. Okay, dann fahren wir zu Aldi. Ja, ist ja für mich gar kein Problem. Wir haben hier sportliche LKWs, also das passt schon so. Der Fasttrack hat den... Ah, der ist wieder da beim Wasser-Dingens, ne? Ja, das funktioniert ganz gut. Hier wollte ich übrigens noch mal Dünger drauf werfen. Wird nicht angenommen. Müssen wir vielleicht noch ein bisschen warten. Schafwolle wird auch produziert, sehe ich da hinten. Bisschen was ist schon da, ja. Es nimmt langsam Form an, ne? Und da müssen wir nicht mehr Silageballen für verkaufen. Das war ja so die Aussage am Anfang der Woche, dass wir weniger Silageballen verkaufen. Es war knapp. Ja, und jetzt kommen wir halt um die Runden, ne? Wir verkaufen halt ein bisschen davon, ein bisschen davon. Wir werden jetzt gleich nochmal die Obstplantage besuchen, da müssen wir auch beginnen zu arbeiten. Es wäre genug zu tun, nur man muss sich halt wirklich vor Augen halten, was mache ich, was möchte ich machen und macht das auch Sinn. So, der ist jetzt auch hier angekommen, sehr gut. Wie gesagt, das Ding hier möchte ich voll betreiben. Hier ist noch alles grün. Oh lol, hier ist schon wieder alles voll, ne? Alter Falter. Hier liegt noch ein bisschen Holz, glaube ich. Ja, genau. Das habe ich auch mal in einer stillen Aktion gemacht, das Holz hier. So, hier müssen wir ein bisschen langsamer fahren, weil hier vorne geht es dann gleich hoch, ne? Ja, und da müssen wir noch schauen wegen dem Diesel, was wir haben. Ich möchte ein bisschen Diesel sparen, weil es wurde auch sehr oft in den Kommentaren geschrieben, mach doch mal dieses Erdbau-Kies-Sand-Zement-Zeug, ne? Aber da brauchst du halt sehr viel Sprit für. Das ist leider so. Da geht einiges an Sprit weg.
Wir schauen mal. Wir schauen einfach mal, wie es ist. So, hier war doch irgendwo Aldi, ne? Hier ist Aral. Und hier vorne und hier dann links müsste irgendwo doch Aldi sein. Ja, da vorne sieht es nach Aldi aus. Hoffe ich zumindest. Ja, es steht Aldi dran. Hinten ist die Verkaufsstelle, glaube ich. Wunderbar. Zack, zack. Hof zu Aldi. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier hinten rumfahren können oder wo sie das Gemüse haben wollen. Oh, das sieht aber nicht gut aus. Das ist, glaube ich, nicht zum Rumfahren. Nee, das ist gar nicht geeignet zum Rumfahren. Schade. Aber gut, ist ja kein Problem. So, das muss dann hier rechts sein. Das ist ja wahrscheinlich so ein Lieferanten. Ah ja, hier. Gucke mal hier. Mäuschen. So, dann machen wir nochmal U. Machen doch nicht U, okay. So, ich wollte eigentlich wieder fahren. Deswegen wollte ich das abladen. Sorry, Bro. So, okay. Kein Problem. Wir fahren wieder zurück. Ah, weißt du, was jetzt geil wäre? Noch ein paar Ballen mitnehmen, aber ich möchte auch den Kurs einfahren, ne? Ja, der Kurs muss eingefahren sein. Ohne Kurs einfahren geht's halt nicht. Ist so. So. Wie gesagt, solche Kurse fahren wir einmal ein und dann auch nie wieder. Deswegen ist das vollkommen okay, wenn wir den jetzt hier einfahren. Geld kommt rein, also... Man sieht, es ist möglich, nur mit Produktionen und mit Fabriken und so weiter hier Geld zu verdienen. Und man muss nicht unbedingt immer Silageballen verkaufen. Das ist schon irgendwo richtig. Er hat da schon recht, der Feed Action, ja? Hol mir die Hölle schon. Boah, Alter. Muss man gleich mal einen Kaffee machen gehen. So, genau, den Reifenspuren entnehme ich, dass sie hier rein muss. Es ist schon cool. Manchmal wünsche ich mir so einen zweiten Steuermann, weißt du, der auch für mich hier CP-Kurse einstellt, aber und dann denkst du dir irgendwann wieder, nee, eigentlich ist es so cool, wie es ist, ne? Eigentlich ist es schon ganz okay. 41.000 für ein bisschen Blumenkohl, ne? Nicht schlecht. Und das ist noch lange nicht alles. Weil ich glaube, dass ich im Hof mit den Geldkassetten noch ein bisschen mehr Geld verdienen kann. Glaube ich. Langsam kenne ich die Map schon ein bisschen, sagen wir, fast auswendig. Ich weiß noch nicht genau, wo jede Produktion steht, das stimmt, aber... Zu einem sehr großen Teil kenne ich die schon sehr, sehr gut. So, lass uns kurz überlegen. Der Mercedes ist jetzt hier unten und der Fast Truck ist oben. Ah, ist beim Wasser, genau. Den MAN werden wir jetzt gleich nochmal zur Holzverarbeitung schicken, weil da stehen jede Menge Bretterpaletten rum, die weg müssen. Die müssen definitiv weg. Und dann müssen wir mal zur Holzverarbeitung hochschauen, ne? Wie es da eigentlich aussieht. Speichern. Aldi. Nicht Alfi. Aldi. Zum Hof. So. Die Kurse werden natürlich jetzt gleich von mir wieder professionell eingeordnet. So würde ich sagen. Aldi ist Verkauf. Zack. Gut, dann suchen wir uns einen neuen Kurs raus. Der heißt dann Holz, Holzverarbeitung. Ja, Holzverarbeitung. Hof zu Strohpellet. Ja, lassen wir das mal so stehen. Das stimmt zwar nicht mehr, aber ist nicht so schlimm. Jo. Sag mir, wenn du da bist. Dann gehen wir jetzt zum Fast Track. Hauen den kurz raus. Dann gehen wir zu dem hier. Und werden mit dem jetzt mal den weiteren Kompost hier auffüllen. Ich weiß nicht genau, wie viel ich brauche, aber ich werde schon einiges brauchen hier.
Aber es wird schon wieder produziert, ne? Das sieht man schon. Hier geht aber auch ordentlich was rein. Ich glaube, das mit dem Kompost ist auch eine geile Geschichte hier. Schauen wir noch ganz fix, weil wir gerade minimal Zeit haben zu Obstfarmen, was hier alles gebraucht wird. Oh, hier ist... Oh, hier ist besser, ne? Was braucht ihr hier? Kompost wieder, klar. Kompost, Wasserpaletten wahrscheinlich. Kompost, Wasserpaletten. Was habe ich? Oh, Palettenkarton. Ah ja. Was ja auch nicht das Problem ist. Haben wir ja. Haben wir alles. Haben wir alles. Nein, nein. Okay, das hat funktioniert. Das ist schon mal ganz gut. Aber wie viel da reingeht, ne? Habt ihr das gerade gesehen, wie viel da jetzt reinging? Fast 70% und da haben wir vorher schon was hingepackt. Also da geht schon ordentlich die Luzi ab. Das ist schon krass. Wieder nichts mehr drin. Alter, ehrlich? Gut, dann holen wir nochmal. Ist ja nicht das Problem. Gemüsehof. Und dann Hof einladen. Wir machen mal ganz kurz noch eine Sache, wenn wir schon da sind, ne? Weil das brauchen wir ja nicht hier. Die Hackschnitzel brauche ich hier nicht. Das ist ja nicht Quatsch mit Soße. Die können wir eigentlich mitnehmen, ne? Wie war das? Oder gegenüber irgendwo verwenden. Oh. Herr Kollege, bleiben Sie ruhig, Herr Kollege. So, da fährt unser nächstes Dingens vorbei. So. Jetzt weg. Und zwar haben wir da jetzt große Paletten. Ja, okay, das ist ganz okay eigentlich. Ja. Ach komm schon, ehrlich nicht? Gut, die bringen wir dann mal ganz fix rüber. Hat funktioniert. Warte. Fahren wir da gleich nochmal hin, weil was wir gemacht haben, haben wir gemacht. Das war nicht auch der Grund, warum der hier hoch musste. Ah, beim zweiten Mal läuft es halt auch noch nicht rund, ne? Aber es wird. Ich glaub mir, es wird. So, den lassen wir jetzt ganz kurz stehen, weil ich weiß gerade nicht, was ich mit dem machen soll. Alter, steht da, dass er voll ist? Ja, ist voll, ne? Okay, dann hauen wir die hier rein. Null. Gut, dass ich mir gerade gedacht habe, wir fahren nochmal vorbei, nur um zu gucken, ne? Weil dann kann das auch wieder weitergehen hier. Aber das war's, glaube ich, noch nicht. Da ist nämlich noch ein bisschen was drin. Nee, Werner, so wird das nichts. So, warum wird hier blockiert? Weil ich wahrscheinlich irgendwo draufstehe, ne? Ich schicke dich mal wieder zum Hof, weil hier, glaube ich, brauche ich die nicht. Lalala. Ne, warte mal, ich wollte dich doch nach unten schicken, zu den Balden auch, ne? Zur Rinderzucht war das. Weil wir müssen da die ganzen Silageballen abholen. Also nicht abholen, sondern... Ja doch, eigentlich auch ein bisschen abholen. Gut, das hat sich jetzt erledigt. Dann werden wir das nochmal auskippen hier. Damit die Produktion hier weitergeht. Weil das gab auch gut Geld. Sagen wir es mal so. Achso, das habe ich aber vergessen, dass hier oben... Dass hier oben wahrscheinlich auch ein bisschen Kasala ist, ne? Ach moin, ja, gut, danke dafür. Ja, morgen ist auch noch ein Tag, ne? Wollte ich sagen.
So, ah, das funktioniert auch. Dann gehen wir mal hier hin. Das sind alles so Produktionen, die du immer wieder mal, wo du immer wieder mal ranfahren musst. Wir sind da drin. Ach, du Heimatland. So. Du fährst mir nochmal hoch zur Zellstofffabrik, oder wie war das nochmal? Irgendwas habe ich da in Erinnerung. So, hier ist alles gut. Ja, du musst halt wieder den leidigen Job des Ballensammeln übernehmen. Es tut mir leid, Herr Kollege, aber das nützt einfach nicht. Das nützt einfach nicht. So, rauf aufs offene Feld. Alter Schwede, liegt hier Zeug rum. Ja, es sind auch nur ein paar. Würde man das jetzt als viele bezeichnen? Ich weiß es nicht. Aber es sind schon ein paar. Da, 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 da. Weiß noch nicht genau, ob wir die alle unterbringen hier, aber ich hoffe schon. Erstens bringen wir die einfach mal zur Futtermischanlage hoch zum Beispiel. Da werden sie sicher gebraucht. Da kommt der zweite LKW schon, ist auch gut. Hier muss alles weg mit den ganzen Ballen. Boah, der war zu weit weg. Da war ich zu steil. Aber gut. Passiert. Passiert, passiert, passiert. So. Dann machen wir voll, den schicken wir zum Hof, würde ich sagen. Wir schicken ihn einfach zum Hof. Genau, wir schicken ihn zum Hof. Da haben wir ein großes, großes Ballenlager. Da lagern wir alles ein und gut ist. Weil wenn ich irgendwie eine andere Möglichkeit mal habe für Silageballen, da habe ich ungefähr 1000, nee, 1000 nicht, aber so 100, 200, 300, 400 Silageballen im Hof rumstehen. Läuft, weißt du? Besser haben als brauchen. Anhänger voll, dann wird gleich der nächste reinkommen hier. Aber alle schaffen wir heute sowieso. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alle schaffen wir heute sowieso nicht, wollte ich sagen. So, dann fahren wir mal Bahnen. Weiß ja nicht, was das gerade war. Mein PC hat sich gerade kurz ausgeschalten, aber alles gut. Können da schon mal einen passenden Kurs aussuchen vom Rinderhof. In der Zucht, sorry. Zum Hof. Ich glaube, wir sind voll, aber das ist nur ein Gerücht. Alter, steht hier viel Zeug rum, ne? Wahnsinn, ey. Naja, ist so. So, dann können wir gleich mal gucken, wie viele Tiere hier wieder sind, was wir wieder mitnehmen oder mitnehmen können, dürfen, müssen, sollen. Drei. Das lohnt sich ja noch gar nicht. So, next one. Junge Dame, wieder aussteigen. Jetzt muss der Chef hier ran, ne? So, das müssen wir jetzt umändern auf Ballen. Genau. Und dann geht es auch schon wieder weiter hier. Zwei Fahrzeuge gleichzeitig ist schon krass, ne? Aber wenn so viel Zeug hier rumliegt, was willst du machen? Es wird langsam, oder? Hier hinten liegt ja gar nichts mehr, glaube ich. Da haben wir schon alles zusammengeräumt, aufgeräumt.
Hier liegt noch ein bisschen was, ja. Ja, wir fahren einfach die Bahnen ab, das ist ganz okay. Der Fahrzeug müsste wieder an der Zellstofffabrik sein, den werde ich gleich mal dann weiter abladen lassen. Also ich finde den MAN gar nicht schlecht, ne? Den alten und dann für uns Zeichen. Der wurde ja ein bisschen gehatet am Anfang, aber mittlerweile, glaube ich, hat er sich ganz gut integriert ins Team. Oder in den Fuhrpark, sagen wir es mal so. Das ist voll okay, eigentlich. Einer geht noch. Dankeschön. So, Rinderzuchthof. Jawohl. Und der zweite. Und der andere ist schon wieder am Hof. Es läuft hier, liebe Leute, es läuft. So, Helfer einstellen. Jawohl. Dann machen wir mal den Kollegen, also die Dame hier. Tut mir leid, ich hab's verwechselt. Es tut mir leid. So, das Gute ist, wenn man so ein bisschen im Stress ist hier auf den ostfriesischen Marsch, dann hat man keine Chance, um Geld auszugeben. Das ist eigentlich ganz okay. So, du bist angekommen. Sehr schön. Dann werden wir jetzt mal hier Z und L und auch hier Z und L. Einfach nur, um hier ein bisschen, ja. Weiß nicht genau, wo der Trigger hier ist. Ah ja, ich habe ihn gefunden. Das sind unsere neuen Ballenlager. Die sieht man nicht wirklich, aber sie sind da, verdammt nochmal. Nicht schön, nicht schön, nicht schön. Wunderbar, und wieder haben wir leer. Wie gesagt, das sind übergroße Ballenlager, die es nicht zum Download gibt. Die hat der Sivus für mich umgebaut. Danke dafür nochmal. So, kurzer Check, was noch so geht. Den Zeren habe ich nicht verwendet noch, ne? Not really. So, genau, hier war wieder die Geschichte. Abladen, ausladen. Ja, ich muss halt irgendwo auch wegfahren hier, ne? Weil... Das ist zwar normaler Brennstoff, sag ich mal, aber der muss auch hier rein. So, ist schon wieder leer, Alter. Du kannst ja noch eine Fuhre holen, ich habe da kein Problem mit, ne? Zellstofffabrik, Hof, jawohl. Und dann nochmal diese Wassergeschichte hier, bitte. Hof, Wasser, Hof. Jawohl, hier müssen wir auch mal einen LKW hochschicken, aber die sind beide momentan unterwegs, die URL-Dinger, ne? Da soll noch einer sagen, dass wir nichts zu tun haben hier. So. Jawohl, jawohl, dankeschön. Dann, du bist unterwegs. So, der ist wieder leer. Dann können wir gleich nochmal anfüllen hier. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich alles brauche hier in Hackschüssel, aber ich glaube, so ein Anhänger voll wird nochmal hier rumkommen, ne? Ja, fast. Fast, fast, fast. Okay, das heißt, wir müssen morgen auf alle Fälle auch nochmal die Thematik an der Holzverarbeitung angehen. Gib alles! Keiner gesehen, oder? So, wollen wir mal ganz alibi-halber hier reinfahren, weil ich möchte gucken, ob die ja auch noch ein bisschen Silage haben möchten. Aber ich glaube, das geht nicht, ne? Geht das nicht? Lass mal nach hinten abladen, nur um zu gucken, ob es funktioniert. Hat gut funktioniert, Werner. Hat gut. Echt, also, doch. Ich glaube, die sind einfach zufrieden, meine Kühe. Was soll ich euch sagen? So, dann machen wir nochmal den hier. L, Z, L.
Und dann können wir hier nochmal auffüllen. Und dann kannst du nochmal hochfahren zur Rinderzucht. Los. Perfekt. So. Wo ist der Kipper? Da ist der Kipper. Der ist, der ist nicht voll geworden. Das ist aber kein Problem. Das ist tatsächlich gar nicht so schlecht. So, rein da. Wobei ich glaube, da geht nicht mehr viel rein. Danke dafür. Dann hauen wir das vorne in die Pelletproduktion rein. Dann läuft das schon mal wieder. So, dann ist der Bereich schon mal ziemlich safe. Ne? War jetzt mehr spontan die Aktion hier, aber der ist schon mal ziemlich safe, der Bereich. So, gut. Dann danke ich herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, liebe Leute, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns, wenn ihr möchtet, morgen wieder zu einer weiteren Folge auf der Nordfriesischen Marsch. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.